herzlich willkommen zum Transformationskongress Abuse and Above für Missbrauch und Trauma. Heute ein toller Speaker, Jörg Fuhrmann. Hallo. Ja, hallo. Hallo Elisabeth und hallo zusammen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ich stelle dich kurz vor. Also du machst Self-Empowerment und ganzheitliche Potenzialentfaltung und begleitest Menschen in Krisen und Übergangsprozessen. Du hast auch ein Institut, das Freiraum-Institut am Bodensee. Du wohnst ja in der Schweiz. Genau. Und da gibst du verschiedene Seminare online und wenn es die Zeit so erlaubt, auch live, ja. Und hast sogar deine eigene Ausbildungsreihe. Ja, genau. Vielleicht möchtest du noch was hinzufügen? Ja, vor allen Dingen eins zu eins arbeite ich in Intensivtagen und Intensivwochen. Eins zu eins mit Menschen, die dann in tiefere Prozesse einsteigen wollen. Das war sonst immer sehr international. Da kamen die von rund um den Globus hier hingeflogen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen regionaler geworden in den letzten anderthalb Jahren. Genau, aber nichtsdestotrotz tut der Sache keinen Abbruch für mich. Es hat sich einfach ein bisschen verändert von der Art der Arbeit her für mich. Ja, und wir kennen uns ja vom Institut für Ganzheitmedizin und da habe ich schon deine ganzen Vorträge verfolgt und habe auch deinen YouTube-Kanal verfolgt, wo ich ganz, ganz viele interessante Sachen über Trauma erfahren konnte oder auch generell deine Arbeit. Ja, schön. Das freut mich. Ja. Ja. Dann, was ist denn deine persönliche Erfahrung mit Missbrauch oder Trauma, Jörg? Ja, also ich glaube, in der also grundsätzlich könnte man sagen, dass jemand, der aus so einer inneren Berufung heraus den heilerischen Weg verfolgt oder den Weg des Heilers geht, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine oder mehrere tiefe Verwundungen in sich trägt. Da gibt es ja auch das Konzept des verwundeten Heilers, ne? Und das ist bei mir definitiv auch der Fall. Das hat mich schon sehr früh, glaube ich, geprägt. Und das ist bei vielen Menschen, die in diesem heilerischen Feld, ich sag's mal, gut unterwegs sind, würde ich mal sagen. Das heißt, die das nicht nur so rein oberflächlich gesehen irgendwie machen, weil sie jetzt irgendwie was eine kurze Methode gelernt haben und meinen, damit kann man ganz gut Geld verdienen, sondern die dann so das Gefühl haben, das aus so einer inneren Berufung heraus zu tun oder tun zu müssen. Da ist es dann eben also auch der Fall bei vielen anderen Menschen, so die da in dem Bereich, also so höre ich das immer wieder hier, weil ich mache ja auch viel Supervision für Kollegen und Kolleginnen. Und das ist so das, was ich so für mich auch feststellen musste irgendwann. Und da ist die Frage, wo möchte man anfangen? Also ich habe das auch in der Präsentation vorbereitet, die ich nachher noch einblenden möchte zu dem ganzen Thema. Bei mir fing das, glaube ich, schon sehr früh an mit medizinischen Formen von Übergriffen, dadurch, dass ich einfach in frühester, also schon intrauterin quasi vom medizinischen Komplex bedroht wurde und dann hinterher drei Monate im Brutkasten gewesen bin, was eine lebenserhaltende Maßnahme war. Aber natürlich in der Art und Weise, wie es dann stattgefunden hat, dass die Eltern zum Beispiel nicht mal in den Raum rein durften, wie das so in den 70er Jahren so war, das natürlich schon wieder einen sehr missbräuchlichen Charakter aufgewiesen hat. Und ich muss mal eben was abstellen, hier bimmelt noch was. So, und das prägt natürlich auch ein Leben dann, ne? Also ganz grundsätzlich. Ja? Und das kann ja auch zum Beispiel, also das Missbräuchliche, es kann ja auch sein, dass also etwas die aufoktroyiert wird, was dann
zu viel ist oder von etwas, was du ganz dringend brauchst, dann letztendlich infolgedessen zu wenig ist. Ja? Also dass dir was ganz Wesentliches dann vorenthalten wird. Und da gibt es da zum Beispiel diese Kinderversuche, wo man die Babys dann eben nur grundversorgt hat und ja, die dann hinterher alle gestorben sind. Das ist ja so ein Klassiker dabei. Und was das für Folgen zeigt, das weiß man dann ja auch aus dem Behaviorismus. Dort hat man ja auch Watson und Skinner später und so weiter, die haben ja diese Empfehlungen auch schon rausgegeben, dass man dann die Kinder nicht beachtet und ihnen möglichst wenig Aufmerksamkeit schenkt und so weiter, um sie gut konditionieren zu können, worauf ja die Verhaltenstherapie dann basiert. Heutzutage, also die baut ja auf dem Behaviorismus auf. Und dieses ganze Denken der Konditionierung kommt ja von dort einfach auch, von, das muss man sagen. Und die Nationalsozialisten haben ja mit Johanna Harrat das bekannte Buch damals geschrieben, haben ja diese Ideologie dann auch übernommen. Es wird immer gesagt, es ist eine nationalsozialistische Ideologie, das stimmt. Aber es war im Behaviorismus schon vorher da. Genau wie die Eugenik ja auch keine Erfindung der Deutschen war, sondern auch aus USA quasi als Wissenschaft in Anführungsstrichen rübergekommen ist. Ne? Und ja, und dann gibt es natürlich alle möglichen Dinge, die man dann auch im weiteren Verlauf dann so erlebt. Und bei mir waren es halt viele medizinische Traumata. Ich bin halt relativ häufig dann operiert worden und so weiter, die dort passiert sind. Und später im Leben habe ich dann verstanden, dass in meiner Familie auch ganz viel gelaufen ist im Hintergrund mit Missbrauch im Rahmen von der Vertreibung. Also alle vier Linien von mir sind Vertriebene. Und da hat keiner drüber geredet. Und das hat natürlich auch da sind auch viele Sachen passiert. Es sind auch Morde passiert im Rahmen dieser Vertreibung in der Tschechoslowakei und so weiter. Das war alles ein Tabu, ne? Da war irgendwie wie so ein Mantel des Schweigens darüber, ne? Und das setzt sich natürlich auch in den Generationen dann fort, ne? Und das prägt ein Leben einfach, ne? Irgendwie. Und man hat irgendwie nur so einen Nebel da immer irgendwie um sich rum und weiß nicht, was das genau ist. Und hat immer das Gefühl, irgendwie irgendwas ist nicht so, ne? Und wie es scheint, aber irgendwie kann man es nicht so richtig packen. Ne? Und das ist ja auch gerade so ein Phänomen, was eben viele Opfer von Trauma und von überwältigenden Erfahrungen und so weiter und Missbrauch beschreiben, dass sie, ne, wie im Nebel immer sitzen. Ja, du hast über den Brutkasten geredet. Welche Symptome hattest du oder was für Auswirkungen hatte das in Bezug auf dieses? Das kann man immer nicht so leicht sagen, natürlich, aber du hast ja viel an dir gearbeitet. Vielleicht kannst du uns erzählen. Ja, es ist natürlich schwierig, da so eine Kausalität abzuleiten, und es ist auch schwierig, da grundsätzlich an das Thema ranzukommen. Ich habe das auf verschiedensten Wegen jahrelang versucht, auch mit Substanzen gearbeitet und mit Atemsitzungen ohne Ende und so. Und ich bin auch ein ganzes Stück da mit in Kontakt gekommen, immer wieder. Ich will nicht sagen, das wäre jetzt alles weg. Das ist, glaube ich, eine Illusion, weil man hat vieles in den Zellen einfach auch irgendwie drin. Und das ist so ein bisschen wie Zwiebeln schälen, sage ich mal. Ne? Du kommst irgendwie immer wieder so eine Schicht tiefer, und das Kern, die Überschrift, sage ich mal, das bleibt aber die gleiche Thematik, und dann, aha, da ist es wieder so. Ne? Und du bist aber auf einer anderen Ebene im Umgang damit. Und das ist, glaube ich, auch das, was das Leben dann so einen so fragt. Ne? Jetzt stehst du eine Runde weiter im Labyrinth, und wie gehst du denn jetzt damit um? Ja? Und was ich ganz als ganz existenziell erlebt habe, sind so einfach dieses, keine Verbindung haben zu können oder so abgetrennt sich zu fühlen von anderen, und diese Kontaktabbrüche, sowas halt, ne? Und das sind so Sachen, die haben sich dann auch in der Familie fortgezogen zum Teil. Sowas wiederholt sich dann ja auf anderen Ebenen auch wieder, verrückterweise. Und ich glaube, da habe ich schon sehr lange auch mit zu tun gehabt und sehr lange auch dran gearbeitet. So, ja. Genau, ja. Ja, über welche Form des Missbrauchs möchtest du denn sprechen?
Was ja auch ja, eine Ja, ich hatte Präsentation jetzt den, vorbereitet. genau, ich hatte den Schwerpunkt so gelegt auf sexuellen Missbrauch und Übergriffe im Allgemeinen oder unvermeidbare Angriffe. Und ja, das war jetzt so der Fokus für meine Präsentation. Sollen wir da direkt reinsteigen oder wie ist Ja, es? total gerne. Ja. Okay. Also es gibt natürlich gewisse Parallelen zwischen all diesen Formen auch von Erfahrungen von Missbrauch. Eine ganz wesentliche Parallele ist zum Beispiel eben, wie der menschliche Organismus darauf reagiert. Und dass es dann eben zu gewissen Reaktionen im autonomen Nervensystem kommt. Ich arbeite sehr stark auch mit dem Nervensystem und mit dem Körper eben und mit dem Vagussystem. Und die Mechanismen, die dort dann in einem Moment von Bedrohung abgefahren werden, sind immer schon irgendwie sehr ähnlich. Und das heißt aber nicht, dass man dann, dass die Vorgehensweise immer die gleiche ist. Das war so die Denke der 70er Jahre. Auch im Bereich der Therapie hat man dann eine Sache immer gemacht und meinte dann, jetzt musst du da einfach nochmal rein und dann wird alles gut oder so. Das hat sich als Trugschluss erwiesen. Und da muss man schon genau mal gucken, wie ist es überhaupt im Nervensystem auch gerade. Welche Situation herrscht dort vor? Ist dort eine Überaktivierung? Ist dort ein Shutdown-Zustand? Ist dort vielleicht beides zugleich? Ne? So, und in welche Richtung braucht das System jetzt quasi eine Stabilisierung oder eine Aktivierung oder eine Regulation? Und ja, das ist schon mal ein ganz wichtiges Verständnis für das Ganze. Also, ne, ein Aspekt davon. Und ich gehe jetzt aber erstmal in die Thematik an sich rein. Na, also, genannt habe ich das jetzt sexuelle Grenzverletzung. Sieht man jetzt, ne? Ich sehe gerade nichts. Ah, okay. Dann habe ich es noch nicht. Moment. Bildschirm freigeben. Nochmal. So, jetzt müsste man es sehen. Ja, genau, jetzt super. Genau, okay. Genau, Scham und Selbstermächtigung. Ja, Scham ist ja ein ganz großes Thema bei Grenzverletzungen jedweder Art natürlich, insbesondere bei eben sexuellen Grenzverletzungen. Ja. Im Japanischen gibt es ja die Tradition des Kintsugi. Das ist Oh, ich die liebe das. Vergoldung, Das ist so schön. Ja. ja, die Vergoldung des Makels könnte man sagen, beziehungsweise eine Goldverbindung übersetzt, heißt es, ne, die den Makel betont. Das heißt, wir haben ja dort in dieser Zen-Tradition haben wir auch die Teeschalen, die teilweise auch sehr unförmig gestaltet sind und die auch schon wie so eine Art Makel in der Ästhetik haben. Ich finde die aber auch sehr ästhetisch. Also die ist jetzt nicht so, die ist jetzt ja sehr clean gestaltet, aber es gibt ja viele, die sind dann wirklich sehr holperig, so von der Form her. Und dann werden die zum Teil absichtlich zerbrochen, ja, und dann hinterher mit Gold wieder geflickt, beziehungsweise ja, es ist auch die Idee, dass eben Sachen, die halt im Rahmen ihrer Existenz zerbrechen, dass sie dann eben mit diesem Gold, dieser Goldfarbe oder dann wieder geklebt werden. Und dann wird also dieser Makel letztendlich hier in diesen Linien ja betont und das kriegt eine ganz eigene Ästhetik auch. In der Alchemie ist ja Gold ein Symbol für die Transformation auch. Und das finde ich, das trifft besonders auf dieses Thema zu, dass es wirklich auch eine Qualität mitbringt, wo es um einen ja, sakralen Transformationsprozess geht. Und wenn man den nicht vollzieht, dann hängt man wahrscheinlich für den Rest seines Lebens in so einem dunklen Tal fest. Ja? In diesem Bruch. Ja? Genau. Es gibt natürlich ein großes Tabu. Ja? Diese MeToo-Bewegung, die hat das ja ein bisschen versucht, auch aufzubrechen, dieses Tabu.
Das Tabu bezieht sich aber eigentlich nicht nur auf sexuelle Missbrauchserfahrungen oder Traumatisierung, sondern das Tabu, würde ich sagen, bezieht sich eigentlich auf Trauma im Allgemeinen in unserer Gesellschaft. Ja? Also man könnte denn die Traumawunde auch als eine heilige Wunde diesbezüglich bezeichnen. Ja? In Deutschland, laut Statista, werden jährlich im Schnitt über 16.000 Kinder erfasst, die eben sexuellen Missbrauch erleben. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Es gibt Schätzungen aus den 90er Jahren oder irgendwie so, da sprach man sogar von 100.000 Fällen im Jahr. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Ein Großteil davon betrifft eben den familiären Kontext. Allerdings ist, denke ich, sind so diese Sonderformen, wo es dann auch um die ganz üblen Sachen geht, wie Menschenhandel und solche Geschichten, sind da mit Sicherheit noch nicht erfasst und eingerechnet gewesen in diesen 6%. Das ist dann nochmal eine andere Qualität. Ja, also es wird auch davon ausgegangen, dass Menschen, die in Therapie oder Beratungssettings gehen, dass davon die Hälfte, also jeder zweite, in irgendeiner Form sexuellen Missbrauch und Grenzüberschreitungen erlebt hat. Das heißt also, das deutet darauf hin, ja, diese These deutet darauf hin, dass diese Menschen tendenziell schon eher dann auch losgehen und nach einer Unterstützung suchen. Ja, und genau diesen Transformationsprozess anstreben, von dem ich gerade vorher sprach. Grundsätzlich kann man sagen, dass aber alle Menschen nach der neueren Definition von Peter Levine zum Beispiel, eben überwältigende, / traumatische Erfahrungen gemacht haben. Peter sagt ja, dass eben Trauma sich nicht rein auf die klassische Traumadefinition bezieht oder nicht beziehen sollte, sondern eher eine überwältigende Erfahrung ist in der Abwesenheit eines Wohlwollen anderen. Und das, ja, das erlebt ja jeder Mensch irgendwann mal. Ja, und wenn man diese Sachen nicht integriert bekommt, dann verhindert das natürlich, dass, wie soll ich sagen, das volle Potenzial auch in verschiedenen Bereichen des Lebens, aber erstmal auch im Energiebereich, jetzt wenn man auf Sexualität es bezieht, und dann wiederum eben auch die sexuelle Erfüllung, wenn man jetzt auch im Kontext auf sexuellen Missbrauch schaut, und wenn man auf Beziehung dann schaut, natürlich auch einen tiefen Kontakt zum anderen, zum Gegenüber, aber auch natürlich zu sich selbst vor allen Dingen in erster Linie. Ne? Man könnte aber auch tiefen Kontakt im Grunde zu allem anderen sagen. Das ist so das alte hermetische Gesetz innen wie außen. Ne? Ja. Also wenn ich nicht in tiefen Kontakt mit mir selber bin, kann ich auch zur Umwelt in der Regel keinen guten tiefen Kontakt aufbauen. Die Leute kriegen das dann manchmal noch mit Tieren hin oder so. Die, ne, dann haben sie da so einen Fokus drauf zum Beispiel. Aber das kriegt dann häufig auch einen komischen Charakter, was dann schon fast wieder missbräuchlich in dem andersrum ist. Ne? Dann kriegt das Tier nachher irgendwie so eine Rolle oder Stelle, für die es eigentlich auch nicht so unbedingt gedacht ist. Ja. Und wie erklärst du, dass wenn man selber dann zu sich keinen tiefen Kontakt hat, aber ständig im Außen nach Kontakt sucht und sich sehr gut anpasst und augenscheinlich ist es ja oft so, dass man denkt, genau solche Menschen haben ja einen guten Kontakt, weil sie dieses geliebt werden wollen und gesehen werden wollen und da alles dafür machen, um gesehen zu werden oder in Kontakt zu kommen. Ja, das ist dann aber eine, wie soll ich sagen, auf einer gewissen oberflächlichen Form eine Art Kontakt. Und das spürt man dann auch relativ schnell, wenn man da mal ein bisschen reinguckt. Und das ist so vielleicht so ein bisschen, was im Schamanismus der Hungergeist dann genannt wird. Ne? Das heißt, da findet keine wirkliche Sättigung statt. Weil es eben sehr an der Oberfläche bleibt.
Und der Gang in die Tiefe dabei wird im Grunde von der Person auch selbst häufig dann gefürchtet. So. Obwohl darin dann die Heilung liegen könnte, auch wiederum. Ja. Genau. Und das ist dann also, es kriegt dann vielleicht ein bisschen so was Manisches, ne? Dass man dann irgendwie ständig dann auf der Suche ist irgendwie und weil man irgendwie das Wesentliche, das umgeht, dann ist man da oben in dem Bereich der Wellen immer unterwegs. Man müsste aber eigentlich, ne? Ja, nach unten. Ja, tiefer gehen. Ja. Ja, wer ja prägend auch war für dieses ganze, für diese ganze Definition von dem Thema, ist natürlich Freud. Freud war ja auch Schüler von Charcot. Ja, Und ja. total witzig, weil gestern habe ich mich mit Freunden getroffen. Wir haben genau über dieses Charcot und Sigmund Freud. Ah. Ich glaube, da gibt es sogar einen Film, Augustin, über dieses Phänomen, wo diese Frau eben vorgestellt wird, vor allem. Ja. Also es ist der absolute Wahnsinn, was Ja. damals erlaubt war. Gemacht wurde, Also ja. Ja. Und der Charcot hat damals schon von ungefähr 1000 Fällen gesprochen im Jahr, die da gemeldet werden in der Klinik von kindlichem Missbrauch. Ne? Und das war ja im 19. Jahrhundert, also im vorletzten Jahrhundert. Ne? Und Freud hat das eigentlich am Anfang schon richtig erkannt und er hatte in einem Vortrag in Wien, hat er das 1897, hat er seine Thesen diesbezüglich auch veröffentlicht, dass eben das, was wir als in der Psychoanalyse als Hysterie kennen, dass er das eben zurückgeführt hat auf sexuelle Übergriffe, vor allen Dingen als Folge, vor allen Dingen durch männliche Verwandte. Damit hat er natürlich genau ins Schwarze getroffen. Und da war aber der Zeitgeist, der ja auch noch eine recht patriarchale Prägung hatte, zu der Zeit natürlich überhaupt nicht amused. Ja? Und dann hat er halt einen ordentlich Gegendruck gekriegt von Kollegen, ist auch angefeindet worden persönlich und natürlich fachlich stark angegangen worden. Und ja, das hätte ihn dann fast seine Karriere in Anführungsstrichen gekostet. Und das hat er wohl auch gespürt und gesehen. Zumal er ja auch nicht Wissenschaftler war, sondern eher, muss man sagen, eher eine Art Philosoph. Und dann, um seine Anerkennung, Reputation einfach wirklich zu Recht gefürchtet hat. Und dann hat er also in die Trickkiste gegriffen, sage ich mal, ist dann mit seinen Aussagen zurückgerudert. Das erlebt man ja heute aktuell auch bei vielen Künstlern, die so eine Aussage nach vorne preschen und irgendwie eine Aussage machen. Und dann hauen die Medien alle drauf und einen Tag später sagen sie, naja, war ja gar nicht so gemeint. So, ne? Und das ist bei ihm da in dieser Dynamik auch so gelaufen. Und dann hat er eben eine Theorie dann aufgestellt, diese Phasentheorie der Libidoentwicklung. Und hat dann eben gerade jetzt im Fall der Mädchen die diese These aufgestellt, dass im Alter von 3 bis 5 Jahren in dieser phallischen Phase das Mädchen eben danach trachtet, entsprechend in Bezug auf ihren Vater eben entsprechende Fantasien und Wünsche sexueller Art dann zu leben quasi oder ne, zu verwirklichen. Und ja, die männliche Variante ist ja dann der Ödipus-Komplex zum Elektra-Komplex. Ne? Und diese Thematik war natürlich dann auf eine gewisse Weise für dieses Establishment, sage ich mal, und für diese Zeit auch wie so eine Art Freifahrtschein. Ja, wir kennen das ja heute auch noch immer wieder. Man hört das immer wieder von Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Da ist ja auch immer der Vorwurf im Raum: Ja, warum hast du dich denn so und so verhalten? Und warum hast du denn das und das angezogen? Oder ja, du hast ja immer das Röckchen angehabt, als du da vom Papa rumgehüpft bist oder so. Ne? Und das war dann, ja, das ist dann eigentlich schon so ein Stück weit diese kulturell kollektive Dynamik, ja, die man dort sieht, einfach zu rechtfertigen. Ne? Man kann das Ganze nochmal vom anderen Aspekt betrachten. Nachdem Freud dann gestorben ist, hat man dann in seinen Briefen Hinweise gefunden, dass er Missbrauchserfahrung seiner Brüder durch seinen Vater ja,
dass er die quasi ignoriert hat und dass er erst dahinschauen konnte, als der eigene Vater gestorben ist. Und er vermutete dann selber, dass er möglicherweise auch von seinem Vater missbraucht worden ist, auch wenn er keine konkrete Erinnerung daran hatte. Und später gibt es eben dann ja den Schriftverkehr mit Carl Gustav Jung, der sein Schüler war, und der dann selber auch in diesem Schriftverkehr zugab, dass er eben Missbrauchserfahrungen gemacht hat. Das sieht man dann in dem Briefwechsel von 1907, wo Jung an Freud geschrieben hat, über einen Fall beschrieben hat mit einem 6-jährigen Mädchen, die exzessiv masturbierte und von einer von sexuellen Verführung durch den Pflegevater in der Behandlung sprach. Das beschrieb er dann als Lüge oder als angebliche Verführung. Und es sieht gegenwärtig so aus, wie wenn das Trauma ein Schwindel wäre, doch woher weiß das Kind all die Sexualgeschichten, fragt er. Das heißt also, das macht so deutlich, wenn man selber da auch in diesem arg betroffen ist und das nicht angeschaut hat, dann ist man da blind, ne? Dann hat man einen blinden Fleck. Und das ist natürlich infolge der ganzen weiteren auch Interpretation in der Geschichte der Psychologie allgemein fatal gewesen für die Opfer. Ne? Ja, aber das geht noch natürlich alles, geht das deutlich weiter zurück, dieses ganze Thema. Und man könnte auch viel, viel weiter zurückgehen, aber ich lasse es mal dabei jetzt. Das ist erstmal so ganz grob die Leibfeindlichkeit, die wir vor allen Dingen auch im religiösen Kontext eingetrichtert bekommen haben in unserem westlichen Kulturkreis. Und da ist ja eigentlich alles, was irgendwie mit dem Körper zu tun hat, auf die andere Seite geschoben worden, sprich dem Teuflischen zugeschrieben worden. Und dazu gehört ja nicht nur jetzt die Sexualität, sondern eben auch alles, was auch mit Ekstase zu tun hat und natürlich daraus resultiert mit veränderten Bewusstseinszuständen und auch infolgedessen das Wissen um die Pflanzen und das Naturheilwissen, zu dem ja vor allen Dingen die Frauen Zugang hatten. Und man ist da ja dann wirklich so weit gegangen, dass man in einer kollektiven Wahnpsychose sich befunden hat. Und in manchen Schweizer Bergdörfern war es zum Beispiel so, dass hinterher kaum noch Frauen lebten, weil man die alle verbrannt hat, ne? Oder verbrannt umgebracht hat. Ja. Und die letzte Frau, die in Europa hingerichtet wurde, war Anna Göldi. Das war 1782 in Sennwald, das ist heute St. Gallen. Ne? Ist sie als Hexe exekutiert worden. Ja, das ist gar nicht so lange her, das sind 229 Jahre, das muss man sich mal überlegen. Ja? Das ist nicht so weit weg von uns. Nee, wie man meint. Ist überhaupt nicht weit weg. Ja, ja. Genau. Und es hatte auch noch einen anderen Aspekt, wie ich gerade sagte, es ging auch um die Vernichtung des alten Naturheilwissens. Ja, das waren ja so die Reste auch des schamanischen Wissens in Europa. Und dieses, dass die Kirche sich dieses Primat der Heilung auch aneignen wollte. Ja, die Kirche hat ja auch dann an einem bestimmten Punkt gesagt, dass sie quasi diese heilerischen Fähigkeiten hat durch die Anbetung von gewissen Reliquien und so weiter und durch Handauflegen und solche Dinge. Und damit wollte man einfach auch eine gewisse Konkurrenz dann auch aus der Welt schaffen. Und dieses Thema, das ist auch nie richtig aufgearbeitet worden. Es gibt mittlerweile an einigen Orten Denkmäler, aber und es gibt auch Rehabilitierungen von eben Frauen und Männern, die dort auch umgekommen sind. Männer sind ja auch hingerichtet worden. Aber auf die Breite, wie das quasi in Europa gewesen ist oder auch in Amerika und so, ist es doch sehr, sehr wenig. Mhm. Ja. Und Menschen, die sensibel sind, die spüren das auch. Also die haben dann so, hier gibt es ja auch so einen sogenannten Hexenturm im Dorf, ne, und in der Stadt. Und als ich das erste Mal da vorbeigegangen bin, wusste ich das nicht. Ne? Und standen mir alle Haare auf, als ich da. Ne? Mhm. Und das habe ich auch öfter von Menschen gehört, die hier waren und dann mich gefragt haben, was ist das da für ein Turm? Ja, ja, okay. Du hast Rehabilitation, über Rehabilitation geredet. Meinst du, es ist eine Auflösung von dem, was geschehen ist? Oder
Wie meinst du das in diesem Ja, das ist zumindest ein Kontext? Schritt dahin, ne? Dass man öffentlich bekennt, dass das ein Unrecht war. Ja, und dass man die Frauen wieder oder die Männer, die dort eben umgekommen sind, dass man die quasi von ihrer Schuld zumindest schon mal von einer zumindest von einer Ämterseite aus quasi rückwirkend freispricht. Das ist jetzt zumindest erstmal ein erster Schritt Richtung Würdigung. Also es geht ja bei sowas immer auch um Würdigung, ja. Das Ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch, ja. verstehe. Ja, dann haben wir natürlich transgenerative Traumen ohne Ende. Weltweit und in ganz Europa und auf allen Seiten von jeglichen Kriegsparteien hat es das immer gegeben, dass es dort natürlich massenhafte Übergriffe gegeben hat auf die Zivilbevölkerung. Das vermutlich aber größte Tabu ist lange gewesen und ich glaube auch immer noch mit sind die massenhaften Übergriffe der Alliierten auf die deutsche Zivilbevölkerung, die im Millionenbereich liegen, genauso wie die Vertreibungen. Man spricht daher von, ja, gibt Schätzungen von 13 bis 20 Millionen Vertriebenen, die dann irgendwo umgekommen sind, in irgendwelchen Lagern oder auf irgendwelchen, ja, in irgendwelchen Trecks oder sonst wo. Todesmärschen und ja, und man geht davon aus, dass es in manchen Gebieten mindestens jede zweite Frau Massenvergewaltigung zum Opfer gefallen ist. Und das ist ist ein ganz großes Thema, weil das ja nach dem Krieg auch überhaupt nicht angeschaut werden konnte. Und die Frauen, die sich dann nicht umgebracht haben, die haben hinterher dann hier wieder neue Familien gegründet und die haben dann natürlich auch alle versucht, nur nach vorne zu gucken, ja. Und das ging ja im aufstrebenden Wirtschaftswunderland, ging das ja dann auch recht schnell, dass man nach vorne gucken konnte, weil da wurde es immer besser halt, ne? Und zurück wollte man nicht gucken. So, und das ist aber natürlich für die nachfolgenden Generationen auf eine gewisse Weise auch fatal, weil das nicht gerade die Kriegskinder, Enkel und Urenkel und so weiter, die dann noch kommen, die konnten häufig diese Sachen dann gar nicht mehr einordnen, die sie dann an der Backe haben. Man weiß ja eben aus den ganzen auch Forschungen mit Tieren, mit Ratten zum Beispiel und so oder Mäusen, hat man ja Studien gemacht, dass das über 7 Generationen dann da weitergeht, dass man denen dann einen Schock verpasst und eine schreckliche Musik und einen Klang abspielt und die Generation 6 danach, die wissen schon gar nicht mehr, womit der Klang eigentlich in Verbindung steht, aber die haben den Stress trotzdem, obwohl sie, wie gesagt, eigentlich nichts Schreckliches erlebt haben, ja. Und ja, da, also wenn Menschen, wenn man da mal ein bisschen hinguckt, was Menschen so erlebt haben, dass bei Leuten, die eben aus dem deutschsprachigen Raum kommen, würde ich sagen, ist das bei mindestens 60 bis 70% hängt da irgendwie sowas dahinter häufig. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich, habe ich ja gerade schon angesprochen, das medizinische Trauma. Das ist auch etwas, was in diesen Bereich der Kategorie des unvermeidbaren Angriffs mit reingehört. Deswegen können medizinische Eingriffe, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, habe da ein paar Videos in meinem Kanal zu gemacht, und auch wenn sie noch so gut verlaufen, können potenziell auch ein Trigger sein für solche unbearbeiteten Themen und Erfahrungen. Es gibt ja auch bestimmte Menschen, die sich dann ständig operieren lassen, so stellvertretend, um das unbewusst zu reinszenieren. Ja? Also, Interessant. wie bitte? Interessant. Ja, also Interessant, ja. die delegieren quasi an den Mediziner, dass er sie quasi verletzt, ja. Und auch wenn es eine vermeintliche Schönheits-OP oder sonst irgendwas ist, und gibt es ja Leute, die haben dann da, ich sage, 10, 20, 30 OPs gemacht und immer wieder und immer wieder. Und für den Organismus ist das auch so. Also für das Nervensystem gibt es keine Option diesbezüglich. Also wenn du da so lahmgelegt wirst von der Narkose und dann da was an dir anfängt rumzuschneiden, das ist im Unterbewusstsein und im Nervensystem, auch wenn es, wie gesagt, eine gute Absicht ist und wenn es vielleicht auch eine lebenserhaltende Maßnahme ist, weil es wirklich wichtig ist, das zu machen,
Trotzdem herrscht im autonomen Nervensystem das absolute Todesangst und Panik vor, weil in der Natur gibt es nicht. Ne? Also der Tiger, der geht nicht in eine Klinik und sagt, ich habe mich da verletzt, machen wir mal, nehme ich da mal zusammen. Da ist es wirklich, wenn sowas passiert, dann kann es nur ein Raubtier sein, was an dir rumfrisst. Ja? So. So, und genau. Das kann sich eben, wie gesagt, auch schon vorgeburtlich ereignen. Man könnte auch noch weitergehen, indem man auf so Sachen wie bestimmte Untersuchungspraktiken schaut, die dann immer wieder gemacht werden. Oder auch alleine heutzutage, wenn die ganzen Mütter ihre Smartphones vom Bauch umhertragen und die Frequenzen da ungefiltert auf den Bauch draufhauen die ganze Zeit. Das weiß man ja auch schon aus einigen Untersuchungen, dass das nicht so hilfreich sein kann. Und ja, das geht natürlich beim Ungeborenen, ungefiltert geht das da durch, diese ganzen Frequenzen. Und man vermutet ja von kritischer Seite, dass dort allerhand Grundsteine gelegt werden für alle möglichen Probleme, die hinterher auch Richtung Aufmerksamkeitsdefiziten, Autismus und anderen vielleicht auch Fehlbildungen und so weiter dann gehen. Also wir befinden uns da in einer riesen Feldstudie, weil das ja bis heute auch wiederum überhaupt nicht wirklich erforscht ist, was das genau alles macht. Wenn man sich so Tiere anguckt, wie die auf so Frequenzen reagieren, dann kann man schon mal, könnte man ein paar Sachen vielleicht daraus verstehen, aber wir müssen es alles selber erfahren, habe ich den Eindruck. Könnte man dann schon so weit gehen, wenn eine Schwangere so immer mit dem Handy mit dabei, ja, das Handy benutzt oder auch alle möglichen anderen elektronischen Geräte und auch umgeben ist, dann ja, also ist ja schon eine Art von Sucht. Ja, das ist dann da, wenn das Baby schon ständig bestrahlt wird, das ist dann danach auch danach wieder Sucht, wenn du von diesen Frequenzen sprichst, weil man sucht ja das, was man gewohnt ist. Ja, Sucht und Suche hängt ja eng zusammen, ne? Ja. Etymologisch, ne? Vom Ja. Wortstamm her, ja. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, könnte man das wie Rauchen oder Alkohol in die Richtung Körperverletzung packen, ne? So, Ja, also das ist, ich bin eigentlich auch müsste man überzeugt die Kinder von, aufklären. Eigentlich ja, müsste man die Kinder ich bin da aufklären. überzeugt von, dass man irgendwann sagen wird, ja, das Handy ist die Zigarette des 21. Jahrhunderts. Ganz Ja. klar. Ja. Also es gibt da ja auch so verschiedene Vereine und so weiter, die über das ganze Thema da, Diagnose Funk zum Beispiel, kann man sich mal auf der Seite informieren. Die klären da auch so ein Stück weit über diese ganzen Folgen von diesen Themen auf. Gibt auch einen ganz guten Film, der heißt Thank You for Calling. Gibt es auf DVD, ist aber auf Deutsch, also auch wenn der Titel Englisch ist. Also vielen Dank für den Anruf. Ja. Das verlinke ich alles. Genau, wie gesagt, das Ängstigen der Mutter und in ihr, dass sie sich selber auch nicht vertrauen soll und nicht kann, das wird ja auch gerne gemacht. Und das haben ja schon lange die ganzen auch Pränatalpsychologen immer kritisiert, dass dieser ganze medizinische, mechanistische Apparat weit weg ist davon, der Frau eigentlich einen natürlichen Geburtsprozess zu ermöglichen, wo sie so eine Art Geburtstrauungs auch eintreten kann. Alleine durch die Hektik, dann durch die, wie das mit dem hellen, grellen Licht alles gestaltet ist und die ganze Art der Vorgehensweise natürlich auch das ist überhaupt das Schwachsinnigste ist ja, dass dann so Geburtsprozesse im Liegen stattfinden, ja, in die ganzen tribalen Stammeskulturen, ja, weil man nutzt einfach den Effekt der Gravitation, gebären die Frauen die Kinder ja in der Hocke, Ja, ja, oder in okay, ja. Anführungsstrichen im Stehen, im Anführungsstrichen, ja, und nicht im Liegen da fixiert auf dem Rücken, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Also da sieht man eigentlich, wie weit wir uns komplett entfernt haben von den natürlichen Mechanismen. Und wenn man dann so eine Frau sieht wie die Mama Celia da, ne, die da auf dem Kongress in München ist, die da ein paar Mal gewesen ist, die ein paar tausend Babys geboren hat in ihrer Buschhütte, Ja. ja,
dann kriegt man doch so ein bisschen so eine Ahnung davon, wie es auch sein könnte, irgendwie, ne? Ja. Ja, gut, genau. Das ist das. Dann haben wir natürlich den ganzen Aspekt, sage ich mal, den Bereich des Erziehungstraumas, könnte man sagen. Gerade auch in der frühen Kindheit zum Beispiel, jetzt nur mal ein Aspekt, diese erzwungene Reinheitserziehung oder Reinigkeitserziehung, die auch wieder korreliert mit dem Thema jetzt des sexuellen Missbrauchs, weil es natürlich auch diesen unteren Bereich dort betrifft, sprich Harnblase und Schließmuskel. Und das ist im Grunde ab dem 4. Lebensjahr möglich und ab dem 5. Jahr sind 80% der Kinder eben auch trocken. Und wenn da eben zu früh angesetzt wird, dass man da also mit zu viel Druck und oder Strafe oder Beschämung oder so reingeht, dann ist das schon großes Thema dann oftmals, wenn das eben zu bedrängend ist. Genau. Freud hat eben damals schon die Ansicht gehabt, dass eine zu rigide Sauberkeitserziehung dann eben zu aggressiven Esimpulsen führen kann und zu Zwangsstörungen verursachen kann. Also Freud hatte ja in seinem Modell eben Es, Ich und Über-Ich so, ne, und diese Triebimpulse dann eben sehr aggressiv sind. Das könnte man auch zum Beispiel beziehen auf den Umgang der Eltern mit auch sexuellen Impulsen des Kleinkindes, wenn das also anfängt, dann seine Genitalien zum Beispiel lustvoll zu entdecken und da Spaß dran zu haben, sich da zu berühren, ja, und die Eltern das dann auf eine beschämende Weise begrenzen oder stoppen, weil jetzt zum Beispiel die Tante gerade da ist oder die Oma oder so. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, man ist so ein kleines Wesen und spürt jetzt ganz Körper, die erleben das ja dann ganz körperlich, irgendwie so eine lustvolle Erfahrung, ja, die so ein Kribbeln durch den Körper geht und dann kommt so ein scharfes, was weiß ich, nein, ne, oder stopp, ne, dann wie das alles kontrahiert im Körper und sich zusammenzieht, ja, das führt natürlich eben dann, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, als Kind, oder wenn Eltern einen auslachen dann oder sowas zum Beispiel, das führt natürlich dazu, dass da nicht mehr, dass da wird der Kanal zugemacht, ne? Gut, also sexuelles Trauma kann natürlich viele Bereiche betreffen. Hier mal so eine Auflistung, was da alles auch zugehören könnte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wie gesagt, ganz viel findet in familiären Kontexten statt und da steht sicherlich im Vordergrund erstmal ein massiver Vertrauensbruch, der da eine Rolle spielt, weil es eben einfach eine unangemessene Form ist und auch eine extreme Grenzüberschreitung, die dann stattfindet. Und das sind, glaube ich, ja, das sind erstmal so zwei ganz wesentliche Aspekte, die neben dem Machtgefälle dann hinterher auch diese Konflikte dann lebenslang hervorrufen, weil man ja dann in dieser Bredouille auch drin ist, dass man hinterher häufig zum Schweigen gezwungen wird oder durch Bedrohung oftmals, wenn du das jetzt sagst, dann passiert was, ne? So, und ja, wie gesagt, es muss nicht unbedingt jetzt eine erzwungene Penetration oder wie auch immer sein. Es fängt eigentlich auch schon viel früher an, dass eben dann zum Beispiel pornografische Sachen gezeigt werden oder darüber geredet wird auf eine anzügliche Art und Weise. Oder auch bei Kindern beim Spiel dann mit den Kindern dann so aus Versehen, ne, in Anführungsstrichen, die Geschlechtsteile immer wieder da berührt werden und so weiter. Solche Dinge oder dass mit Gegenständen irgendwie versucht wird, da zu manipulieren, bis hin zu natürlich dann all den weiteren Formen, Praktiken, die dann dort passieren können. Ja. Es gab, ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung vor, meine ich, irgendwie 15 Jahren ist es bestimmt her, da war ich beim Dr. Heimo Mehr auf einer Veranstaltung. Das ist ein Professor aus Tel Aviv, der hat in dem Bereich auch er hat so eigene Konzepte entwickelt in der Pädagogik und der Erziehung ohne Gewalt.
Und der hat auch ganz viel geforscht, auch wirklich in so Krisenherden, so Vorstädte vor Ort von São Paulo und so weiter. Und ja, er hatte damals eine Studie gemacht irgendwie und hat die veröffentlicht und hat festgestellt, dass eben ein Großteil der auch sexuellen Übergriffe zum Beispiel durch Geschwister passiert, durch ältere Geschwister. Und das gab einen riesen Aufruhr, ne? Also, das sind manche, also waren ja alles nur Therapeuten da in dem Raum oder Leute, die vom Fach sind, irgendwie in irgendeiner Form. Oder sind einige sind da tobend rausgerannt und haben die Tür geknallt und so, das kann nicht sein. Und ja, es war damals noch ein riesiges Tabu, zum Beispiel, dass es unter Geschwistern eben auch ganz häufig zu diesen Übergriffen kommt und dass es, ja, wie er sagte, eben, ja, ein großer Faktor ist. Ja, das kriege ich auch immer wieder in meinen Sitzungen mit, dass Übergriff über Ja. Geschwister passiert. Ja. Ja. Und Gut. Also die. zu dem Ja. Thema noch eine Frage. Weil es gibt ja manche Kulturen, da werden die Geschlechtsteile verherrlicht, ja. Also, dass die Mutter dann bei den Kindern, keine Ahnung, da scheidet dann. Die dann knuddelt oder süß findet oder beim Penis. Und das, zum Beispiel in Vietnam habe ich das oft beobachtet. Ich bin zwar hierin geboren, Ja. aber in Vietnam ist es so gang und gäbe. Das Ja. ist doch auch schon irgendwie missbräuchlich. Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich auch noch keine definitive Antwort für mich drauf gefunden. Habe ich mich auch mit beschäftigt mit dem Thema. Auf der einen Seite ist es komisch, wenn die Eltern jetzt, wenn sie ihr Kind baden, diesen Bereich dann aussparen. Ja, also. Wenn da das Kind merkt, oh, da wird aber nicht jetzt mit Seife oder so eingecremt, ja, und da wird nie hingepackt und das ist irgendwie, dann entsteht ja auch schon ein Gefühl, das ist irgendwie wie, das ist irgendwie, ne, gehört nicht so ganz zu mir oder ist nicht okay, ne? Und auf der anderen Seite eben, wie du schon sagst, kann das aber auch zu viel sein oder ja, so eine ja, einen übergriffigen Charakter kriegen, sowas, ja. Und ich glaube, es gibt nicht so zu 100% die Antwort darauf. Es hat vor allen Dingen, glaube ich, was damit zu tun, mit zwei Sachen vor allen Dingen, würde ich sagen. Das erste, ob der oder die Erwachsene da irgendeine Form von eigener, wie soll ich sagen, Erregung oder Befriedigung durcherfährt, dann wird es auf jeden Fall missbräuchlich. Und das Zweite ist, ob das Kind das quasi, wie soll ich sagen, containen kann. Also wenn das Kind durch diese Stimulation, welcher Art auch immer, so eine Erregung über Übererregung erfährt, dass es quasi das davon überwältigt wird, dann hat es natürlich auch einen missbräuchlichen Charakter. Und ab einem gewissen Alter wird das natürlich auch dann mehr als schwierig. Also wenn da sowas im Kleinkindalter beim Baden da passiert, okay, aber wenn es dann älter wird, dann wird das natürlich auch dann deutlich schwieriger, klar. Ja. Weißt du was dazu, wie da kulturell damit umgegangen wird? Also ich weiß, dass das bei uns, dass es ganz normal ist, dass man dann, oder was ich auch beobachtet habe, dass ja, die Genitalien dann auch ja, so verniedlicht, versüßt, süßlicht werden. Ja. Und es hat ja auch irgendwie schon auch was ja, kulturelles, ja, Schönes wegen der Fruchtbarkeit, dass man damit anders umgeht. Ja. Aber teilweise habe ich es persönlich bei mir als, also ich habe das selber so, soweit ich mich erinnern kann, nicht erlebt, aber ich fand das schon sehr übergriffig, wenn die mir immer ins Gesicht Ja, gefasst klar. haben. Und also ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind voll oft geweint habe, weil die mich gekniffen haben, Ja. weil sie es süß fanden oder Ja, mich zu genau. fest Das ist jetzt ein gedrückt gutes, haben. genau, das ist ein gutes Beispiel, ne? Das ist also zum Beispiel, das ist dann jetzt etwas Invasives, was jetzt quasi nicht mit dem Kind quasi wie im Dialog passiert ist, ja, oder sich ergeben hat im Dialog, wo beide quasi
jetzt ein Commitment zugegeben haben, sondern wovon die Erfahrung des Kindes ist, von außen kann jeder kommen, der will und kann mich einfach irgendwie befummeln und drücken. Und auch wenn ich Nein sage, wird mein Nein nicht akzeptiert und meine Eltern unterstützen mich auch nicht in meinem Nein. Das heißt, meine Grenze wird nicht gewahrt und ist nicht in Ordnung. Und dann hat es natürlich was, dann hat es was Übergriffiges, klar. Ja. Ja, genau. Ja, und die Erwachsenen standen daneben und haben auch noch alle nett gelacht, haben gesagt, ja, genau. Hab dich doch nicht so. Genau, und dann kriegt es noch eine Beschämung obendrauf, ne? Ja, genau. Und das ist da ganz normal. Also das, was ich erlebt habe. Ja. 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 Wie gesagt, also die Folgen können sehr, sehr vielfältig sein von diesen ganzen Erfahrungsspektren. Was ganz klassisch ist, ist eben halt ein Gefühl von Ohnmacht und von Wertlosigkeit, weil eben die eigenen Grenzen so missachtet worden sind. Dann eben Schuld- und Schamgefühle, die häufig auch die vom Täter sind. Dann auch ein Ekel vor sich selbst, weil man fühlt sich beschmutzt, man fühlt sich, ja, man hat ein tiefes Gefühl der Schändung oder der Demütigung, wo man in seinem Innersten quasi, ja, wie in seinem heiligen Tempel, könnte man sagen, beschmutzt wurde. Das resultiert natürlich bei vielen Menschen dann in so Angstattacken, Panikreaktionen oder auch Zwangshandlungen oder Dissoziationen und Wahrnehmungsstörungen. Das heißt, man blendet dann Teile von so einer Geschichte aus oder blendet Teile von sich, vom eigenen Leben aus. Manche sagen, ich habe wie Kindheit ist wie weg, ist wie schwarze Nebelwand, da kann ich mich an nichts erinnern. Ab dem Alter von weiß ich nichts mehr. So, ne? Oder man hat Teile seines Körpers wie weg, nicht mehr zugänglich. Es könnte auch so eine Art Konfusion geben in den inneren Persönlichkeitsfacetten und Teilen. Also es ein gewisses Chaos quasi, ja, was dort entstanden ist. Und man hat vielleicht eine große Verwirrung von Zuneigung und Sexualität. Das heißt, man versteht den Unterschied gar nicht. Man setzt das irgendwie nachher automatisch gleich. Das führt möglicherweise auch dazu, dass man alles übersexualisiert, was weiter unten auch steht. Und daraus resultiert eine gewisse Beziehungsunfähigkeit. Das heißt, diese Menschen neigen zu einer gewissen Form von Promiskuitivität, das heißt also häufig wechselnde Sexualpartner und eine Bindungsunfähigkeit, die dann daraus resultiert. Mhm. Und der Körper ist möglicherweise in bestimmten Bereichen völlig gepanzert und blockiert. Dazu zählen vor allen Dingen die Diaphragmen, sprich auch der Beckenboden und Zwerchfell vor allen Dingen auch. Oder hier der Kehlbereich. Und das hängt wiederum auch mit der Sprachlosigkeit zusammen, die häufig dabei eine Rolle spielt. Ja, natürlich ist ganz viel unterdrückte Wut da. Mhm. Das führt dann häufig bei den Menschen zu Autoaggressionen jeglicher Art. Manchmal auch zu Drogenabhängigkeit. Und natürlich wird dann alles, was mit dem Körper zu tun hat, auch irgendwie entsprechend negativ konnotiert. Also, ja, das ist das oftmals ja auch der Fall. Entschuldigung. Ja, also es wird negativ bewertet, ne? Ah, ja, okay. Oder definiert. Oder ja, und das geht dann eben so weit, dass manche Menschen auch die spirituelle Verbindung und der Sinn vom Leben vielleicht stark, also abhanden kommen. Ja. Mhm. Aber ja. Genau, und es entstehen dabei eben, wie ich jetzt gerade schon sagte, eben häufig sehr starke Gefühle, die häufig zeitgleich entstehen und die eben auch wiederum zeitgleich unterdrückt werden müssen. Da kommen wir auch in so einen animalisch-instinktiven Bereich rein. Also als erstes ist da mal eine Wut, ja, das könnte man aber auch, das kann aber auch zu einer richtigen Raserei quasi führen, also ne, zu einer Wut, also einer grenzenlosen Wut, was bei so einer Form von extrem Grenzüberschreitung auch verständlich ist, ja. Mhm. Das muss dann unterdrückt werden. Es darf nicht gezeigt werden. So, auch die Angst, ja, vor allen Dingen beim familiären Missbrauch, der womöglich immer wieder auftritt, steht ja auch im Konflikt mit der Wut. Ja, du kannst ja nicht entweder, ne, du kannst nicht die Wut
Also ausdrücken und gleichzeitig von Angst überwältigt werden, das funktioniert nicht, ne? Dann hat man natürlich auch Lustgefühle durch etwaige Stimulationen, ja, die man da körperlich erlebt, ja, oder erlebt Gefühle von Verliebtsein, ja, vielleicht auch dann tatsächlich mit dem Vater oder mit wem auch immer das jetzt gerade passiert. Und das ist natürlich auch wieder, erzeugt ein ganz viel Scham auch dann, ja, dass man auf der einen Seite so beschämt wird. Und auf der anderen Seite das noch empfindet, ja. So, und das sind unheimlich viele Verstrickungen, Widersprüchlichkeiten, die da eine Rolle spielen. Und man, wie ich gerade schon sagte, man übernimmt auch irgendwie diese Täterschuld und Scham, wie so ein Introjekt, das dann so ein Eigenleben führt. Und das blockiert dann alle anderen Gefühle wiederum über eine starke Kontrolle. Das sagt dann, oder über Tabus und Verbote. Und das ist hinterher dann dafür verantwortlich, dass dann ständig hinterher alles immer weggedrückt wird, was da kommt. Ja. Ja, vielleicht kannst du noch Introjekt erklären für die Ja, also Zuschauer. ein Introjekt ist also in der Psychologie etwas, was man von außen quasi übernommen hat oder geschluckt hat, könnte man sagen. Und was eben nicht eigentlich nicht so originär zu einem selber gehört, sondern was eher zu einem anderen Menschen gehört. Oder einer Sache. Und weil man jetzt davon so überwältigt wurde, hat man das quasi wie mit reingenommen. Also jetzt als junger Mensch oder als Kind spürt man ja intuitiv auch, was man tun muss oder machen muss im Rahmen der systemischen Umwelt, um zu überleben. Und da ist eine Überlebensstrategie eben, ich mache mich dem Täter oder dem Umfeld in dem Moment gleich. Ganz bekannt dazu ist auch zum Beispiel so dieses Thema des Stockholm-Syndroms, ne, wo man da die Geiseln versucht hat zu befreien, die den Geiseln immer noch verteidigt haben und am Schluss noch im Knast ihn noch einen Kuchen gebracht haben und am Ende, als er wieder rauskam, ihn geheiratet haben, so sinngemäß, ja. Also das heißt, ja, da hat man quasi sich mit dem Täter wie verbunden und das Introjekt ist natürlich so eine innere Verbindung. Das kann aber auch ein sehr negatives sein. Das heißt, dass man eben zum Beispiel einen Teil, also was man im Außen erlebt hat, wenn man da jemanden erlebt hat, der einen ständig entwertet und beschämt und so weiter, dass man eben diese Seite, ne, von dieser Person wie als eine eigene Seite nachher erlebt, dass man sich selber ständig dann eben beschämt, unterdrückt und so weiter. Ja. Das ist eigentlich nicht, da ist man nicht mit zur Welt gekommen, sondern das hat man dann in diesen Situationen ja, man hat sie, Fritz Perls würde sagen, runtergeschluckt, ohne sie gut zu zerkauen. Wenn man es gut zerkauen würde, dann würde man merken, oh, da ist was bei, was ist, das kann man nicht verdauen, das muss ich wieder ausspucken. Ja, und wenn man es gut dann, was man gut zerkaut kriegt, kann man hinterher gut verdauen. Aber das wird dann als Ganzes runtergeschluckt und das kann man überhaupt nicht verdauen. Das liegt an einem schweren Magen. Ja. Genau, und dann, wie gesagt, also Ekel oder auch Qual könnte man jetzt auch als so eine Art Gefühl vielleicht noch interpretieren. Ja, das ist eben durch diese Erpressung, ne, dass man da, also und diese Relativierung, es war ja gar nicht so schlimm und so. Und dann da hat man diese großen Konflikte, auf denen man dann quasi sitzen bleibt. Ja. Genau, dann durch solche Erfahrungen werden also auch potenziell die Chakren blockiert. Vor allen Dingen erstmal das Wurzelchakra, weil da ja nun mal gerade bei Sexualität alles abgeht, ja, was mit Lust zu tun hat. Ja, es passiert ja da, die Energie ist ja da, aber da wir dann Schuld und Scham erleben, ist das dann da blockiert, ne? Das kann sich dann gar nicht entfalten und ist dort wie gehemmt. Dann im Solarplexus geht es dann natürlich weiter. Das ist dann einfach der Selbstwert, der dort blockiert wird und gehemmt wird. Und das macht dann auch potenziell zu. Dann der Herzbereich, ja, ist häufig auch nicht mehr ganz offen, weil, ja, also das Liebesgefühl, was man vielleicht mal hatte für eine gewisse Person, das ist jetzt fortan mit Schmerz oder mit Trauer verknüpft. Dann hier, wie gesagt, Hals hatte ich schon gesagt, wenn der Schmerzausdruck oder das Hilferufen nicht mehr möglich war,
dann kann da auch eine Blockade sitzen. Dann der Bereich drittes Auge, ja, das kann also auch der Stimmbereich, da kann auch eine Blockade sein. Vor allen Dingen, wenn Dinge hinterher auf eine gewisse Weise verdrängt werden und abgespalten werden, dass da immer dieser Nebel ist, ja, dann ist diese klare Sicht quasi nur noch schwer möglich. Ja, und das Kronenchakra wird ja auch mit dieser Unabhängigkeit auch in Verbindung gebracht. Und die, ja, das wird also durch diesen Verlust der Unabhängigkeit, ne, verlieren wir letztendlich auch die Verbindung wiederum zu dem Ganzen. Das ist natürlich ja eine Wechselwirkung. Über Atemarbeit zum Beispiel kann man auch wieder die Chakren wieder verbinden. Und ja, wenn man jetzt nochmal dran denkt, über den Atem gibt es ja auch eben diese Verbindung zum Beckenboden, zum Zwerchfell und zum Hals hier direkt, ja. Und wenn ich, das ist ja quasi wie so eine Art Container meines Körpers, ne? Und wenn ich darüber quasi eine Regulation wieder hinbekomme, dann habe ich schon mal wieder ein Gefäß, in dem ich mich quasi bewegen kann und wo ich mich quasi zu Hause fühlen kann und sicher fühlen kann. Ja. Genau. Was ich gerade sagte, ne, also dieses Blockiertsein, das ist ja vor allen Dingen der Körper, der da blockiert ist auch. Und das lässt sich auch nicht alleine über Reden beheben. Und das hat man lange nicht verstanden. Deswegen gab es dann immer wieder diese Kongresse, wie Reden, warum Reden alleine nicht reicht. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen, warum Klopfen alleine nicht reicht. Ja. Dann so alles wegklopfen. Ja, genau. Ja, also wir haben also in allen möglichen Bereichen des Körpers eben auch myofaszial, kinästhetisch, energetisch haben wir entsprechende Blockierung und Fixierung. Das hat Reicher auch schon eben, wie gesagt, erkannt und als Körperpanzer beschrieben. Der Atem wird angehalten, eingefroren. Das hängt, wie gesagt, mit dem Toastschellreflex auch zusammen. Und bestimmte Körperbereiche gehen auch in den Freeze. Das hängt dann mit dem dorsalen Vagus eben zusammen auch. Ja. Und mit diesen physischen Blockaden werden natürlich dann auch wieder emotionale Materialien freigesetzt. Und das passiert dann auch häufig in bestimmten Therapieformen oder Selbsterfahrungsformen zu viel und zu schnell. Da kommt es ja zu neuer Überwältigung und deswegen ist es für Menschen wichtig, dass sie dass das auf eine gewisse achtsame Weise passiert. Auch mit einer Regulationsfähigkeit und einer, ja, mit einem Bewusstsein darüber. Ja. Früher hat man immer gedacht, viel hilft viel. Das ist hier nicht unbedingt der Fall. Ja, und ich Genau. finde, alle, die mit Menschen arbeiten, die sollten auch genau dieses Freeze bei den Menschen dann fühlen oder erkennen, ja, weil ich habe das damals bei mir erlebt, wenn ich, also oder auch Lehrer zum Beispiel in der Schule, Ja. weil ich eben da zu Hause viel erlebt habe, war ich unkonzentriert und teilweise, wenn ich aufgerufen wurde, konnte mich nicht Ja. mehr bewegen. Ja? Ja. Und die Lehrer haben dann nochmal eins Ja, draufgesetzt klar. und Nochmal die gesagt, Bestimmung in der Gruppe. ja, genau, die Elli, die so verpeilt ist, so verträumt ist und dann noch die Eltern nochmal reingeholt, dass, Ja, ne, super. nicht richtig mitarbeitet, ja, dann ist das Dilemma da, dass man da auch diese Menschen sensibilisiert. Ja. Ja. Also so mal als so ein grober Fahrplan. Also wichtig wäre, dass erstmal die Schockfolgen, die im System ja drin sitzen, dass das reduziert wird und dass so ein wieder sicheres Wiederankommen. Es geht immer um Sicherheit. Bei dem Ganzen erstmal, dass das wieder im Körper ermöglicht wird. Das ist ja für die meisten Menschen erstmal gar nicht möglich, weil einfach spürt man den Körper rein, das macht dann schon wieder Angst, weil der Körper ja als hochambivalent erlebt wird, weil man da ja die Bedrohung auch quasi erlebt hat. Ja. So, und das heißt, das braucht eine sehr dosierte Vorgehensweise und
Ja, dabei spielten so Sachen wie Erdung eine wichtige Rolle. Das heißt, auch über die Füße, das Arbeiten über die Füße kann auch ein erster wichtiger Schritt sein. Und dann ja, die Haptik, das Spüren, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei, weil diese ganzen Bereiche der Wahrnehmung, so der Erdung, der Aufrichtung, des Raumes, das ist alles im Grunde oft weg. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht da. Also wenn ich nicht da bin, dann ja, kann ich eigentlich auch nicht an mir arbeiten. Ja? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das geht dann bei Menschen sehr schnell. Da reicht es manchmal schon, dass irgendwie ein Wort fällt oder eine Frage kommt oder so, und dann verlieren die das. Dann ist es wie weg. Was du jetzt gerade ja auch beschreibst, ne? Also wenn man Ja, dich in dem Moment gefragt hätte, wie spürst du jetzt die Füße da auf dem Boden oder so, ne? Oder ich wie hatte spürst du deine? nie Füße auf dem Boden. Ich hatte die Ja, immer auch das nach noch. oben gezogen, Ja. Ja. konnte auch kaum still sitzen. Ja, ich war zwar sehr verträumt und Aber innerlich auf der Flucht. ja, genau. Also ich musste Ja. ständig meine Finger Hm. oder so bewegen. Ja. Ja, Genau. genau. Das ist Wie ja man eigentlich so ein sich Klassiker, ne? verhaltet. Genau, das ist so ein Klassiker. Genau, da sagt man total nervös, aber im Grunde in der Sprache jetzt, in der Traumasprache, würde man sagen, du bist eigentlich sympathikoton, hocharousal-mäßig und gleichzeitig im Freeze. Ja, und das ist wie nach so einer Jagd, wenn du da von so einem Raubtier verfolgt wurdest und bist nicht weggekommen. Und jetzt hast du dich überschlagen und bist in deinem Shutdown. Und hast aber die ganze Energie von dem Wegrennen hast du noch in dir. Und irgendwie bist du wie, du kannst dich nicht mehr bewegen, weil du weißt, gleich wirst du gefressen, aber die Energie ist immer noch da. Ja, so ist es ganz viel. Und wenn Leute dann da in der Schule rumsitzen, ich habe ja früher auch viel in Schulen gemacht, so mit so Selbstbewusstseinstrainings und so. Und ich kann mich auch selber noch erinnern, gut an die Schulzeit. Ja, oder Menschen, die jetzt auch im Berufsleben, ja, die dann da unterm Tisch mit den Beinen immer am Arbeiten sind und am Wippen sind und so, das sind häufig auch solche, ja, Phänomene, die sowas dann auch beschreiben, ne? Genau. Ja, es geht also darum, im Hier und Jetzt vor allen Dingen anzukommen. Das ist ganz wichtig. Und dafür braucht es eine gewisse Selbstermächtigung. Und ich nenne das dann Neuromapping zum Beispiel und Selbstregulation, wo es darum geht, erstmal zu verstehen, wie mein Nervensystem so tickt und wann ich in welchen Zuständen mich befinde. Das muss man erstmal verstehen und kartieren können. Und wenn ich das quasi schon mal auf den Radar kriege überhaupt, dann kann ich erstmal anfangen, mich zu orientieren. Dann habe ich ein spezielles Training vom Professor Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat. Das ist das SSP. Da wird also der Vagusnerv und die Mittelohrmuskulatur trainiert. Und dadurch werden Geräusche von außen, die man Tag ein, Tag aus hört, nicht mehr so belastend erlebt oder interpretiert. Und man ist dann eben nicht mehr so schnell in einem Traumastress drin. Den Link dazu kannst du Tue ich dann, hatte uns ich glaube ich jetzt geschickt, kannst du mit drunter den fügen. Genau. Kopfhörern und mit der App, Ja, ne? genau. Das können die Leute als App zu Hause auf ihr Handy installieren. Das kann man bei uns für ein halbes Jahr buchen. Dann ist das quasi in vier Phasen, drei Phasen mit vier verschiedenen Protokollen. Und dann kann man das für sich selbstständig anwenden. Das wirkt auch schon sehr gut. Und da gibt es eben eine Variante für Erwachsene und eine für Kinder. Und also da wird man schon mal deutlich sicherer, weil man den Kanal des Hörens damit schon mal sehr gut regulieren kann. Und natürlich haben wir noch andere Kanäle, wie gesagt, fühlen, schmecken, riechen, das Sehfeld, da ist ja auch ganz viel drin gespeichert. Aber irgendwo muss man halt anfangen und das kann man eben sehr gut auf dieser Ebene machen. Vor allen Dingen unterschätzen viele Menschen, ich habe das auch lange unterschätzt, als ich das nicht wusste, den Einfluss von Klang, also von Geräuschen, das ist schon echt enorm. Gerade auch dann eben Geräuschen, die gar nichts damit zu tun haben, eigentlich mit so einem Ereignis, die irgendwo auf der Straße draußen stattfinden oder auf dem Parkplatz oder irgendwie und vor allen Dingen auch nachts, ja, wenn man jetzt in der Stadt lebt oder so. Und das Unterbewusstsein und das autonome Nervensystem greift das dann auf, interpretiert das auf eine bestimmte Weise und dann geht schon wieder dieser autonome Nervensystem Stress hoch. Und wenn man da also das Spektrum, sage ich mal, von so nach so reduziert,
dann ist man automatisch schon mal weniger in diesem High Alert. Ja. Ich habe da in meinem Kanal auch ein, zwei Videos gemacht zum Thema Mikrobiom. Das gehört auch in die Richtung. Also wenn man das im Darmmikrobiom aufbaut, weil das ist über den Vagus auch entsprechend vernetzt, kann man also auch sehr viel schon bewegen. Weil wenn da unten im enterischen Bauchhirn nicht ständig eine Fehlalarm kommt und die Informationen kommen über den Vagus 80 von unten und nur 20 von oben nach unten, also wenn von 80% von unten nicht ständig eine Fehlinfo kommt, ich sag mal so Stichwort auch Leaky Gut und solche Sachen, da habe ich auch lange mit zu tun gehabt, dann geht es einem auch schon mal besser, ne? Oh, okay. Ohne jetzt überhaupt an diesen Sachen an sich zu arbeiten. Also ich will damit sagen, man muss auch nicht immer alles auf der Psychoebene abackern, sondern man kann eben verschiedene Sachen nutzen, um überhaupt erstmal diese Grundstabilität, die es ja braucht, um an solchen Sachen zu arbeiten, um die überhaupt erstmal herzustellen. Deswegen nenne ich das Ganze ja Self-Empower auch, also Selbstermächtigung. Ich habe dazu ja auch diese Self-Empower-Broschüre, die kannst du dir auch noch runterladen. Der Link ist ja auch drunter drin. Genau, und dann würde es natürlich für Menschen, die betroffen sind, auch darum gehen, überhaupt erstmal sexuelle Gefühle zurückholen zu können, weil viele haben die ja gar nicht mehr, und dann in dieser Energie auch zu bleiben und im Körper zu halten und zu spüren und vor allen Dingen auch dabei eine klare Körpergrenze zu spüren, weil tendenziell verschwimmt es dann sofort. Und dann geht es natürlich auch darum, die Aggressionsfähigkeit wiederherzustellen. Also Aggression ist ja nichts Schlechtes, aber das hat man damals halt gelernt, dass Aggression was Schlechtes ist und hat die Aggression unterdrückt. Und wie gesagt, das wirkt sich immer am Ende des Tages dann irgendwann gegen einen selber aus. Ne? Ja. Ja, und dann eben halt auch zu schauen, okay, kann ich zum Beispiel Berührung auch zulassen? Ja, auch vielleicht dann in einem therapeutischen Setting, wo es dann um Koregulation geht und so weiter. Und natürlich ist auch wichtig, so ein Verständnis für diese Familiensituation zu entwickeln, vor allen Dingen auch für gestörte Eltern und Paarbeziehungen der Eltern, weil sowas, wenn sowas im familiären Raum passiert, dann kann es nicht sein, dass das in Ordnung ist zwischen denen, ja, und die, was ist die Frau das angeht, die Mutter das nicht mitkriegt zum Beispiel, ne? Die ist ja dann auch wie so eine Art Co-Abhängige. Viele Frauen decken das ja auch, ja, weil sie das natürlich genau mitkriegen, dass der irgendwie vielleicht der Vater oder so da was macht. Es gibt auch, wie gesagt, genügend Frauen, die übergriffig sind gegenüber ihren Kindern. Aber der Großteil geht von den Männern aus. Das ist statistisch einfach erwiesen. Ja. Aber die Dunkelziffer von Missbrauch durch Mütter ist natürlich auch exorbitant, gerade wenn es um Männer geht, weil die sich dann auch noch, weil die Scham noch mal eine Stufe höher ist. Sich nicht trauen. Ja. Ja. Genau. Genau. Also. Das war die Präsentation, doch länger geworden. Dankeschön, als total informativ und interessant und so total vollgepackt mit super wichtigen Informationen. Ja. Schön, freut mich. Ja. Ja. Ja, ich kann mich natürlich auch, also ich habe ja in der Kindheit einen Übergriff erfahren über einen Sommer lang von einem entfernten Verwandten und ja, das ist eben, da du hast als Kind so viele Konflikte in dir und damals habe ich mich, du weißt gar nicht, zu wem du laufen kannst, ja, und irgendwie meine Mutter damals, die hat das nicht gemerkt, aber ich habe also krass Neurodermitis gehabt. Ich habe Aggressionen gegenüber Tieren gehabt. Das hat sich in Vietnam, als wir im Urlaub waren, abgespielt. Und ich habe mich eben auch mit dem Täter trotzdem angefreundet. Also was du gesagt hast mit dieser Introjektion. Ja. Dass ich dann, wenn ich nicht ins Zimmer gezogen wurde, trotzdem
nett und freundlich war und so getan habe, als wäre überhaupt Wenn nichts, nichts. ja. Ja. Genau, ja. Und das ist ja eine Erfahrung gewesen, die ich jetzt erst so verarbeite, ja, und ich auch gemerkt habe, wie überhaupt meine ganzen Chakren blockiert waren, Ja. ja. Und ich glaube aber, dass, weil ich habe viel gesungen und da macht man auch viel mit Ja. Atemübungen, Ja, klar. dass es da noch nicht so, dass es da schon vieles aufgelockert hat, aber Ja. ich dann auch im Nachhinein dann, weil ich so viel Wut drin hatte, ja, ich denke, ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen, aber als ich dann die Sachen psychosomatisch aufgearbeitet hat. Ich hatte Ovarienzysten, die haben sich dann aufgelöst. Also als ich Ja. die Wut mal rausgelassen habe, Ja. Ja. weil du da über diese Aggression, Ja. die in einem gesteckt Ja, genau. hier ist, endlich mal raus darf. Und Ja. dann war ich wieder beim Arzt und dann waren die Zysten weg. Ja, Ja. das ist Super. sehr interessant gewesen. Das freut mich. Ja, das beschreiben viele Menschen, dass sie dass der Ausdruck natürlich diesen, ich sag's mal, diesen negativen Eindruck oder Imprint, ich hatte es eigentlich abgestellt hier, also jetzt bin ich raus, genau, beendet, ne? Oder ja, genau. Also das ist, ne, was ich nicht ausdrückt, muss ich eindrücken. So könnte man es auch sagen. Ja. Ja, Ja. und jetzt an Betroffene, wenn du hast ja jetzt total viel erzählt, wenn jetzt jemand akut betroffen ist, was würdest du ihm denn raten? Was würde ich raten? Ja, ist schwer, so eine pauschalen, also ich pauschale Ratschläge zu geben, ist immer schwierig. Also grundsätzlich braucht man viel Glück dabei mit sich und mit der Welt, und man braucht wahrscheinlich Erfahrungen mit verschiedenen Leuten, die einen da irgendwie begleiten und unterstützen. Sinnvoll ist es natürlich, sich jemanden, Therapeuten, Therapeutin zu suchen, die einen da auch längerfristig begleiten können. Und am besten jemanden, der eben auch da ja, mit dem somatischen Bereich auch arbeitet und arbeiten kann in Verbindung. Und ja, der oder die ein Verständnis auch für den Körper hat, ne? Weil das sitzt halt auch im Leib drin. Ja. Ja. Genau, und da muss einfach die Chemie auch stimmen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dabei. Dass man da auch so sich traut, auf seine eigene Wahrnehmung zu vertrauen. Und wenn ich mir 8 und 9 Leute mir angucken muss, bis das irgendwie passt, ja, das ist da gerade bei diesem Thema, glaube ich, sehr entscheidend. Ja. Ja. Und dann auch zu gucken, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel wenn man Sachen liest oder Bücher liest und so weiter, ist man immer wieder auch guckt, dass man, ja, wie soll ich sagen, ich wollte das eigentlich auch noch vorweg gesagt haben, ne? Also Triggerwarnung, dass man schaut, dass man sich selber, wenn es zu viel wird, reguliert und das Buch zur Seite legt und einfach auf die innere Stimme vertraut. Weil viel hilft nicht viel, das ist bei diesem Thema ganz entscheidend, sondern es geht wirklich darum, auch die eigene, also Kapazität des Nervensystems, die sollte sukzessiv erhöht werden. Und das kann man nicht erzwingen. Ja, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht, so irgendwie. Ja. Genau, und dann, ja, und dann, wie gesagt, braucht es eben auch diese Aspekte, die ich vorhin gesagt habe, dass es möglich sein muss, mit der Wut oder Aggression in Kontakt zu kommen und die auszudrücken. Aber eben auf eine Weise, die dann nicht überwältigt wieder. Ne? Also nur rein kathartische Prozesse sind dabei auch nicht unbedingt hilfreich, ne? Wie das früher gemacht wurde in den 70er Jahren. Ja. Ja.
Ja, danke schön. Gerne. Ja, weil du gesagt hast, also du arbeitest ja mit verschiedenen ja, Methoden oder ja, Möglichkeiten, die Dinge sich anzugucken, die Themen. Willst du vielleicht kurz auf ein paar Sachen eingehen? Du hast ja schon welches genannt, wie das Atmen. Was ich hier in meiner Praxis mache, meinst du Ja, jetzt, ja? genau, was du in deiner Praxis Ja. machst. Also ich muss mal sagen, also ich habe keine so eine klassische Laufpraxis oder sowas hier, ne? Also ich mache ja eben hier Persönlichkeitsentwicklung mit Menschen, die auf einer gewissen Ebene eine Stabilität haben, die in der Lage sind, ihr Leben, sage ich mal, zu meistern und zu bewältigen. Und nicht jetzt mit klinischen Fällen, die müssten Menschen, die da eher einzuordnen sind, die müssten einfach in eine ja, kassenanerkannte Therapie gehen und ähnliches. Ich arbeite hier vor allem mit Menschen, die einen gewissen, wie soll ich sagen, gewisses Standing, gewisses, eine gewisse Grundlage haben und die auch schon einen gewissen Entwicklungsprozess gemacht haben für sich. Und ich arbeite eben sehr holistisch, sehr vielschichtig. Natürlich ist das Gespräch und der Dialog spielt auch immer eine Rolle. Da bin ich so vor allen Dingen auch auf dem Hintergrund der Gestalttherapie angesiedelt. Und habe ursprünglich eben verschiedenste Sachen gemacht dort, auch Hypnosetherapie. Habe ich auch lange als Trainer für gearbeitet in dem Bereich. Systemische Ansätze sind da auch für mich so ein Hintergrund immer gewesen. Und habe mich dann eben sehr viel auch beschäftigt, über viele Jahre mit bei verschiedenen Lehrern gelernt, wie Stanislav Grof, Claudio Naranjo und anderen über eben bewusstseinserweiternde Techniken, die eben auch in diese sakralen Räume reinführen, weil es gibt auch nicht immer für alles unbedingt eine Lösung oder gerade auch Themen, die zum Beispiel die Vorfahren und so weiter betreffen, die kann man zwar auf einer systemischen Ebene sich mal anschauen. Aber oftmals braucht es dann vielleicht nochmal eine andere Ebene des Sinns, sage ich mal. Ja. Sinn macht vieles, vielleicht alles ertragbar, hat mal jemand gesagt. Ja. Also da kann man möglicherweise auf solchen Ebenen dann über eine bestimmte Atemarbeit dann eben mit in Kontakt kommen. Dann habe ich eben viel auch im Bereich jetzt Somatic Experiencing und Namen und so weiter auch gemacht an Fortbildung oder Soma Embodiment und Tuning Board und so weiter. Das ist alles so aus dem Formkreis von Peter Levine kommt. Und ja, da geht es eben vor allen Dingen auch um diese Dinge, wo ich gesagt habe, dass es wo es darum geht, das Nervensystem zu regulieren und mehr im Körper ankommen und ich sag's mal, unvollendete Gestalten zu vollenden und ja, eben wieder in einen Fluss zu kommen, könnte man sagen. Ja. Genau. Und ich habe das alles sehr stark auch eben verknüpft, wiederum mit den Dingen, die ich auch viele Jahre im Schamanismus gelernt habe. Ich war auch mit Mohan Reif unterwegs früher und aus Nepal ein Schamane. Und habe dort auch in Südamerika Sachen gelernt und habe mich eben mein Leben lang eigentlich schon mit Mythologien beschäftigt. Und das, wenn du dir diese Broschüre runterlädst, ich habe eine Infobroschüre dazu, zu Volles Potenzial entfalten heißt die, verlinken wir auch drunter. Sind auch alle sehr reichhaltig, die Broschüren. Es sind schon immer halbe E-Books, hätte ich beinahe gesagt. Da sind auch viele Inputs noch drin dann. Da steht auch ganz viel zu drin, zu diesen ganzen Themen. Ja, Genau. Ja. super. Ja. Ja, lieber Jörg, wir kommen zur letzten Frage. Welche Botschaft möchtest du in die Welt bringen, um mehr Bewusstsein für das Thema Missbrauch und Trauma zu wecken? Ich glaube, die Botschaft ist die, die ich am Anfang gesagt habe, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle anfangen, da ein Stück weit jeder für sich hinzuschauen. Vor allen Dingen auch im Kollektiv wäre das wichtig, weil meiner Ansicht nach sind wir alle mehr oder weniger auf irgendeine Weise davon betroffen. Und je unbewusster das ganze Ding ist, desto
weniger haben wir eine Chance, damit umzugehen, proaktiv. Und deswegen ist es so schön, dass du diesen Kongress machst und dieses Thema hier aufbringst. Und ja, das ist einfach wichtig, dass das mehr in die gesellschaftliche Debatte reinkommt. Durch dieses ganze Thema mit den Flüchtlingen ist das ja auch in den letzten Jahren jetzt mehr und mehr geworden. Allerdings wird es da auch wieder nach außen projiziert. Und die Leute gucken nicht so sehr bei sich selber dann hin. Ja, ich habe auch den Eindruck, da wird auch wieder was reinszeniert auf einer gewissen Ebene und man möchte jetzt im Außen was machen bei anderen. Aber eigentlich geht's ganz viel dabei um einen selber. Und das ist ein ganz großes Problem auch, finde ich, dabei. Das ist immer dieser Aktionismus im Außen und wir müssten eigentlich viel mehr bei uns selber hingucken. Wir haben ja jetzt zum Beispiel diese Katastrophe im Ahrtal. Auch das katastrophale Management davon zum Beispiel, ja, das hat ja auch einen riesen Triggerfaktor. Ja, wenn man sich die Bilder anguckt, das sieht ja aus wie nach dem Krieg, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, also die Hilflosigkeit der Menschen dort und so weiter, grausam, unendlich grausam, was da passiert und ist und noch passiert. Und ja, wie die sich auch im Stich gelassen fühlen von allem. Und das ist natürlich auch für uns alle ein Trigger, ne? Und ich kann da auch nur empfehlen, dass diese Dinge nicht zu dissoziieren, sondern da auch hinzugucken und auch diesen Menschen möglicherweise auch eine Unterstützung an die Hand zu geben. Und ja, vor allen Dingen auch wirklich mal bei sich selber hinzuschauen. Was war denn bei mir los, auch in meiner eigenen Familie los und so weiter. Ja. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Jörg, Ja, und für danke dir dieses auch. tolle Interview. Und ich werde alles verlinken hier drunter. Und Freut mich, ja. ja, vielleicht kommt es ja auch noch zu einer Live-Session, ich hoffe. Dann machst du Schauen wir auch mal, eine Übung mit Resilienz ja. und eine Resilienzübung. Und ja, und ich hoffe, dass die Teilnehmer jetzt ganz viel mitgenommen haben aus diesem Interview und freue mich, dass ihr dabei wart und zugeguckt habt. Ja, Dankeschön. Danke, Jörg. weiterhin viel Erfolg mit dem Kongress und allen anderen vielen, ja, weiteren gute Erkenntnis beim Zuschauen und eine gute Regulation und ja, auch alles Gute weiterhin auf dem Weg. Tschüss. Danke. Tschüss.